So, herzlich willkommen zum Clashers Cup Space Station gegen Crowd YouTube. Wir schauen mal, was wir jetzt hier erwartet. Wir haben den Leo, den Celinho, den Marinaul, den Bernaul und den P. Castro am Start. Richtig, richtig starke Fighter gegen Summit, gegen Ayaz, gegen Aryun, gegen Tayab und gegen Alamgir. Mal schauen, was uns da erwartet. Von Crowd YouTube sagen mir persönlich erstmal nichts. Aber das soll nichts heißen, da haben wir schon einige Überraschungen gesehen hier im Clashers Cup. So, Leo kommt mit dem ersten Fight rein. Wir sehen einen Queen Walk Lava Loon Single Inferno hinter dem Rathaus. Er hat einen Stone Slammer ausgewählt. Wir haben sehr, sehr viele Boden-X-Bögen da. Das ist natürlich nicht wirklich schön für die Queen. Okay, das ist interessant. Er will jetzt mit der Queen den King zum Adler reindrücken. Hat hier ein bisschen Pech. Da muss die Queen sich ein bisschen beeilen. Die Queen beeilt sich. Der King wird zum Adler reinlaufen, wird jetzt hier gezündet, damit der gegnerische King nicht gleich auf den King geht. Und man kann Adler und gegnerischen King rausnehmen. Die Queen sollte dann nach oben weglaufen. Mauerbruch soll zum Scatter rein, soll hier den Scattershot, den Warden, die gegnerische Queen rausnehmen. Muss natürlich jetzt gleich mit den Heilern ausgestattet werden, das passt. Wunderschönen Clanburg hier gelockt, jetzt kann man schon den Gift schmeißen. Oh, Gift, Freeze, Gift. Hat überhaupt ein Gift dabei? Da ist der Gift. Oh, das war mega ärgerlich. Habt ihr das gesehen? Er musste hier schon die Queen zünden. Da kamen die Zauber irgendwie ganz schön versetzt. Jetzt muss er aufpassen, dass da hier nichts passiert, aber das sieht gut aus. Die gegnerische Queen ist raus, die Superlakaien sind raus, der Warden ist raus, die X-Bögen werden dann rausgenommen. Der Royal Champion kommt von oben rein. Das sieht hier sehr, sehr stark aus. So, er wird dann sicherlich die Queen nochmal den Wut draufschmeißen oder den Wut einfach beim Rathaus nutzen für den Lava Loon, der da gleich kommt. Nein, er schmeißt natürlich bei der Queen. Er will ja die Queen auch am Leben halten. Ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Jetzt kommt hier der Lalo in das Rathaus rein. Und jetzt muss er gucken, dass er auf 50 beim Rathaus ist. Und natürlich das Rathaus hier frostet. Aber das sollte passen. Er ist jetzt bei 50. Das Rathaus geht auf. Da kommt der Freeze. Da kommt ein Wut. Jetzt kommt die Warden Ability. Sehr, sehr schön. Der Single Inferno wird rausgenommen. Boah, habt ihr das gesehen? Schaut euch die Zauber, habt ihr das gesehen? Der Hund ist rausgekommen. In dem Moment hat der Scattershot da drauf geschossen. Oh, das war eine Mine, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber alle Welpen auf einen Schlag weg. Respekt. So, und das wird hier der erste Triple von Leo. Sehr, 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 sehr stark. Richtig, richtig geiler Plan. Die Queen hat da mega viel rausbekommen. Wurde relativ früh gezündet. Da hat er ein bisschen schläfrig reagiert, glaube ich. Aber er hat getrippelt. Also alles gut. So, der erste Fight kommt rein. Vom Gegner, der Queen Charge ist schon am Laufen. Er hat hier einen Queen Charge Hybrid. Der Gegenfunnel läuft. Die Queen soll definitiv zum Rathaus reingehen. Sollte passen. Sehr, sehr merkwürdige Öffnung da, da kommt jetzt die Tesla-Farm hoch, da kommt die Clanburg raus. Sehr schöner Freeze, sehr schöner Gift. Den Gift hätte ein bisschen weiter wegschmeißen können, dass die Superlakaien eventuell drin sind. Hat auf jeden Fall gut reagiert. Jetzt muss er nur gucken, dass die Queen nicht stirbt. Das passt. So, auf der linken Seite wird jetzt hier für den King gefunnelt. Der King, der soll höchstwahrscheinlich oben rein zum Adler. Oder zieht er da sogar nach rechts rein? Das wäre nicht optimal. Wäre besser, wenn er nach oben zieht. Da hat er den King auf jeden Fall zu weit in der Mitte gespielt. Die Queen wird jetzt nach oben laufen, wird dann den Feger rausnehmen. Da muss ich hoffen, dass die Heiler bei der Queen bleiben. Sehr, sehr schöne Warden Ability, aber ihr seht, jetzt könnte es passieren, dass der Healer Switch kommt. Er kommt aber nicht. Der Hybrid geht jetzt hier wunderschön in die Mitte rein. Der Single ist da auf Lassie drauf.
jetzt auf irgendwelchen Minen drauf. Also das passt auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir gucken, wie gesagt, dass das hier schön weiterzieht. Die gegnerische Queen ist noch am Start. Der Scattershot ist da hinten richtig, richtig nervig. Die Queen, schaut euch mal an, wie geil die Queen rausgenommen wird. Sensationell, die eigene Queen kann noch gezündet werden. Der Royal Champion auch noch. So viele Heiler, die da noch am Start sind. Das sollte doch hier reichen. Er hat noch eine Minute Zeit. Warum sollte das nicht reichen? Zieh durch, mir Junge. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben hier ein 3:3. Das können wir gleich aktualisieren. GG auf jeden Fall. Die Queen wir wieder auf Mauern, anstatt auf die Gebäude zu gehen. Aber so ist das trotzdem. 3 Sterne. Glückwunsch auf jeden Fall. So, Bernau kommt rein. Mit. Was haben wir hier am Start? Wir haben ein Queen Walk Lalo. So, der Queen Walk kommt unten rein. Soll hier den Adler rausholen. Auch hier wieder schön gesehen, man setzt die Queen nicht in die Ecke. Wenn man will, dass sie nach rechts läuft, setzt man sie nach rechts. Wenn man sie will, dass sie nach links läuft, setzt man sie ein Stückchen nach links. Im Normalfall passt das dann immer. Auch hier. Okay. Bin mir noch nicht ganz sicher, was er hier so vorhat. Die Queen wird im Normalfall weiter nach oben laufen. Sehr interessant. Wer will jetzt den Adler rausholen? Wird er dann gleich den King reinspielen? Wird er da gleich den Lalo drüber spielen? Wird dann mit dem... Okay, er spielt einfach mal eine Ramme. Man kann auch einfach mal eine Ramme auf den Adler spielen. Das passt auf jeden Fall. Die Queen holt den Scattershot raus. Die Queen holt die gegnerische Queen raus. Und die Ramme fährt einfach mal auf den Adler und nimmt den Adler raus. Kannst du dir nicht ausdenken. So, King und Royal Champion sollen drüben beim gegnerischen Royal Champion reingehen. Sollen den Scattershot rausholen. Das passt auf jeden Fall auch. Respekt. Der Single wird da rausgenommen von der Ramme. Oder ist es sogar ein Multi? Es ist ein Multi. Der Multi wird rausgenommen. Definitiv hier. So, Wut noch drauf. Dass hier auch noch natürlich der nächste Multi vom Drachenreiter rausgenommen wird. Und dann haben wir das, was jeder Spieler sich vorstellt, wenn er Lalo spielt. Einfach einen Clean-Up-Lalo. Das heißt, alles drauf und hoffen, dass das Ding durchgeht. Aber das ist unmöglich, dass er das hier noch versaut. GG für den Mega Sui Queen Walk, was weiß ich, die Ramme war sensationell, die war auf jeden Fall mega geil. Jetzt wird nicht hier noch die Tornado-Falle irgendwelche Faxen machen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist sogar noch der Hund mit dabei. Es sind alle Loons raus. Ein Loon ist da noch am Leben, hammerhart, aber der Loon wird hier, nein, wird er nicht. Aber was soll, wie gesagt, was soll passieren? Er kann sogar noch Zauber swaggen. Also GG an Bernaul. Richtig geiler Fight. So, Summit kommt rein. Okay. Wir haben einen Hydra hier am Start. Mit irgendwas geklonten aus der Clanburg. Wir lassen uns mal überraschen. Wir haben vier Invis dabei. Wir haben 2 Klonzauber mit dabei. Ich gehe mal davon aus, er will irgendwo kurz vor dem Single Inferno die Blimp hinbekommen. Jetzt wird er dann zünden. Sehr schön, ihr seht's. Er wartet mit seinen Helden ganz, ganz lange, damit er weiß, auf welcher Seite er das spielt. So, der Multi wird rausgenommen. Da kommen die ganzen Superlakaien. Ihr seht, da sind richtig viele Minen hochgekommen. Oh, das hat nicht viel ausgemacht. Die Superlakaien sind noch voll aktiv. Sind noch hier voll am... Oh, hat den Invis versaut.
Er hat den Invis so gesetzt, dass die Superlakaien nicht auf den Single gehen, dass die Superlakaien alle weggehen. Das ist natürlich einmal mega ärgerlich. Ist aber noch alles drin, alles gut, es ist noch nichts verloren. Der Single Inferno macht ein bisschen Ärger. Der Warden ist aber schon schön am Aufräumen da in der Mitte. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn er es jetzt irgendwie schafft, den King da in der Mitte zu lassen, aber das wäre natürlich viel zu geil gewesen. Er kann immer noch, hat 1 Minute 16 Zeit, er hat den Royal Champion noch gar nicht gesetzt. Queen und King werden da definitiv viel machen. Oh, ich weiß nicht, ob das gut war, jetzt schon den Royal Champion setzen. Vielleicht will er das Rathaus relativ früh rausbekommen, damit die Queen hinten raus den Rest saved. Ist, glaube ich, gar keine dumme Idee. Ich hätte das anders gemacht. Aber deswegen bin ich auch nicht der, der fightet, sondern bin ich nur der, der zuschaut. Das passt, Royal Champion. Zünden, zünden, zünden. Ah, den hätte ich auf jeden Fall eher gezündet, bevor er da ins Rathaus reinsteppt. Er muss einmal draufwerfen, der Single Inferno ist raus. Die Queen kann auch gezündet werden. Also sind wir hier bei 3 Sternen. GG, mega geiler Fight. Respekt. So, Marinaul kommt jetzt rein. Marinaul hat super Drachen dabei. Er hat 5 Blitze und ein Beben mit dabei. Höchstwahrscheinlich für einen der Infernos. Mal gucken, für welchen. Meistens nimmt man ja den hinter dem Rathaus, damit man dem Beben das Rathaus aktivieren kann. Was mich irritiert, ist hier noch der Minenwerfer. Er hat es im Blick. Ich glaube nicht, dass er hier mit einem Tesla da in der Ecke gerechnet hat. So, eine Salve geht auf den Flameflinger drauf. Er spielt jetzt einen Bogey dahinter, das passt. Das heißt, das Rathaus wird im Normalfall rausgenommen. Der Flameflinger hat noch genügend Power. So, was macht er jetzt weiter? Okay, er will einfach mal mit seinen Superdrachen da oben in die Base rein. So, sehr, sehr schöner Wut und sehr schöner Warden Ability. Die Loons waren da noch drin und das war auf jeden Fall wichtig. Die restlichen Loons kommen jetzt hinterher, die hat er vergessen zu setzen. Das Rathaus ist raus, die Clanburg kommt raus, aber seht euch an, wie schnell die da rausgenommen werden mit den Superdrachen. Der King ist oben mit dabei, jetzt kommt die Queen noch mit dazu. Der King sollte, wenn es gut läuft, zum Adler reingehen. Das passt, der King holt den Adler raus. Die Queen ist da sehr, sehr schön mit dabei. Die Superdrachen hier wunderschön zusammen aus der Clanburg, habt ihr gesehen. Kommen noch ein paar Loons und ein Drachenreiter. Der wird auf jeden Fall auf der rechten Seite eine gute Arbeit machen. Royal Champion oben zu den Helden dazu. Das war die richtige Wahl. So kann er die Queen auf jeden Fall so lange wie möglich am Leben halten. Das haben wir ja gerade gesehen. Dadurch kann man auf jeden Fall noch eine Base trippeln. Warden, hol den Scattershot. Hol den Scattershot. Mach ja nichts anderes. Sehr, sehr schön. Also, das werden hier die nächsten 3 Sterne. Er hat sogar noch einen Hawk Rider mit dabei. Wäre das mal wieder geil. So ein richtig geiler Schweinereiter-Hit. Damit habe ich ja früher immer angegriffen. Das war einfach mega. Rathaus 12, Rathaus 13. Sehr schade, die Zeiten sind bei mir leider vorbei. Aber Marinaul holt hier einen richtig geilen Triple mit Superdrachen, das muss man einfach sagen. Aryun kommt rein mit einem Hydra. Er hat auch Klonzauber und Invis-Zauber dabei. Mal gucken, ob das jetzt hier besser läuft. Aber vorhin sind es 3 Sterne geworden. Warum soll es nicht besser laufen? Was ich immer nicht verstehe, warum man die Helden so spät reinschickt. Ich weiß, dadurch tanken die Drachen auch ein bisschen, aber die haben dann nicht die Drachen vielleicht schon zu viel auf die Flügel bekommen, als dass sie da noch wirklich tanken können. Die Queen ist da schon mächtig mit dabei. Die Loons fallen hier wie die Fliegen. Warden auf jeden Fall schön gezündet. Er kommt hier rein,
kommt definitiv dahin, wo er hin will. Muss hier nur aufpassen, dass er nicht zu weit kommt. So, das passt. Invis drauf. Er darf hier auf jeden Fall die Invisse nicht verschmeißen. Das wäre eine Katastrophe. So, das sieht gar nicht mal so übel aus, wenn jetzt noch der Warden rausgenommen wird. Können die eine Super Lucky da oben richtig gute Arbeit machen. King und Queen sind auch mit dabei. Man könnte jetzt den Royal Champion reinspielen. King wird dann sicherlich gleich gezündet. Royal Champion ist jetzt mit im Game drin hier. Nimmt da auf der Seite die ganzen Skelettfallen, alle Skelettfallen bei der Tesla Farm. Wenn man da am Anfang mit der Queen reinchargt, das wäre mega ärgerlich. Aber sieht hier alles gut aus. Er hat noch zwei Frees hinten raus. Das ist, glaube ich, nicht mehr zu verteidigen. Queen kann noch gezündet werden. Queen kann raussteppen, muss da nicht in die Mauer gehen. Mann, hat dies gut. Sehr, sehr schön. GG hier an Arion für den nächsten Triple. Respekt vor der Leistung. So, das werden wir gleich hinlegen. Bisher sind alle beide Teams perfekt gegangen. GG. So, Cylinio kommt rein. Er muss hier trippeln. Ihr seht, der Gegner ist definitiv richtig, richtig stark. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben Schweinereiter. Ist das eine geile Nummer? Schweinereiter, sensationell. Hier der Minenwerfer, der macht mir ein paar Bedenken beim Flameflinger. Aber das hat er sicherlich auf dem Schirm, den Queenborg auf der linken Seite. Höchstwahrscheinlich ins Rathaus rein. Da kommt ein Yeti und der soll den Minenwerfer so lang ablenken. Sehr gut. Das passt, der Minenwerfer ist raus, der Yeti kann da noch ein bisschen aufräumen. Die Queen läuft erstmal schön am Rathaus vorbei und hat Sneaky Goblins dabei. Ist das ein geiler Plan? So, der Flameflinger macht rechts eine gute Arbeit. Er wird dann sicherlich gleich einen Wut auf die Queen schmeißen, damit die wirklich am Leben bleibt. Mit X-Bogen und natürlich hier mit Scattershot, mit der gegnerischen Queen, die da kommt gleich. Wird das hier richtig, richtig hart werden. Jetzt auch noch die Clanburg rein. Schmeiß deinen Zauber. So, das passt soweit. Neuer Wut. Oh, schmeißen Freeze. Boah, der war mega knapp. Die Queen hier definitiv am Limit. Jetzt kommen die ganzen Sneakies da. Jetzt kommt der Invis. Das passt soweit. Das Rathaus ist Geschichte. Die Clanburg ist Geschichte. Sehr, 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 sehr stark. Und er kann, der Junge kann noch King spielen. Er kann noch den Warden spielen. Er kann noch den Royal Champion spielen. Ich glaube, der könnte die Base fast ohne Schweinereiter legen. GG, das sieht hier mega aus. Aber es ist noch kein Triple. Wir wollen hier uns nicht zu früh freuen. Jetzt kommen da von oben die Schweinereiter. Da kommt der Warden. Frühe Warden Ability, damit die Headhunter da definitiv alle schön am Leben bleiben. Die Headhunter werden dann runterziehen zum King. Und wenn denn da welche übrig geblieben sind. Da sind sie schon beim King. Sehr, sehr schön. Schaut euch das an, der Single Inferno. Macht ein paar Faxen. Aber das ist hier nicht zu verteidigen. Und die Zeit ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber die Tornado-Falle wird die Zeit hier noch wesentlich nach hinten raus verlängern. GG zu dem Mega-Schweinereiter-Fight. Genau das will ich hier sehen. So, der nächste kommt rein. Ayaz kommt in das Spiel hier mit Super Drachen. So, er setzt auf jeden Fall erstmal ein paar Sneakies. Unten ein paar Sneakies oben. Will er da voller Breitseite in die Dings rein? Das würde mich jetzt hier schwer wundern. Ah, ich weiß nicht, diese Kotzenblimps. Ich verstehe es einfach nicht. Warum macht man das? Man holt auf jeden Fall hier sehr, sehr schön das Rathaus raus. Das passt.
Es funktioniert. Also, warum sage ich was? Er kriegt es auf jeden Fall hin, die Drachen alle in die Mitte da reinzudrücken. Er muss hier oben auf den Single Inferno aufpassen, dass die Superdrachen da nicht rausgenommen werden. Und so, der einen Superdrachen, den wird er jetzt sicherlich in die Bücher eingehen lassen. Der ist definitiv raus. Die anderen Superdrachen ziehen runter, ziehen nicht rüber zum Multi. Was natürlich mal schön wäre, wenn irgendwas zum Multi gehen würde. Blitzburner, weil man es kann. Ja, genau, deswegen macht man das. So, bin mir hier nicht ganz sicher, ob das jetzt hinten raus wirklich alles reicht. Aber der Royal Champion wird sehr, 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 sehr schnell rausgenommen werden. Der King ist da mit am Start. Der King geht in die Mitte der Base. Lockt jetzt hier die Clanburg. Das ist nicht optimal. Aber der King könnte hier definitiv vor den Drachen einiges beräumen, was da auf der Seite ist. Royal Champion kommt jetzt hier auf der rechten Seite rein, muss hier die Luftabwehr rausholen und dann sieht das dann doch noch relativ gut aus. Er hat noch zwei Freeze-Zauber mit dabei. Er muss hier auf den Single, auf den X-Bogen und natürlich hinten raus auf die Luftabwehr so ein bisschen aufpassen. Er kann die Queen nicht mehr zünden. Die Queen wird jetzt langsam wieder hochgeheilt. Das ist noch alles drin, auf jeden Fall. Er muss jetzt hier warten, jetzt den Royal Champion zünden. Den hat er zur richtigen Zeit gezündet, dass er nämlich hinten die Luftabwehr rausholt. Das war wichtig. Die Drachen müssen hier irgendwie durchkommen. Das sieht gut aus. Zieh, Junge, zieh. Sehr, sehr schöner Fight. GG, auch wenn es hinten raus mit den Truppen etwas eng wird, aber wen interessiert, das ist der nächste Triple. Glückwunsch auf jeden Fall. Pi Castro kommt rein, er braucht die drei Sterne auf jeden Fall, er kommt hier rein. Mit einem Skelly Donut, mit Fledermauszaubern, wie auch immer das dann heißt, aber es ist auf jeden Fall ein Skelly Donut. Und schaut euch mal an, wie geil er hier die Invis-Zauber schmeißt. Ich bin definitiv schwer beeindruckt, ich habe das zweimal probiert, hab's gleich wieder gelassen, weil ich einfach nur zu blöd dafür bin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe von 10 Invis-Zaubern nicht einen getroffen. Vielleicht einen, wenn es gut war. Aber hier, jeder Invis-Zauber, jeder Zauber hat einfach mal gepasst. Der Junge ist einfach richtig, richtig stark. Beim Fire Fiera Cup haben wir ihn ja sogar gesehen. Wie er fightet, das ist einfach geil. Wenn man da zugucken kann. Nächste Turnierformat sollte wieder passen. Er geht jetzt oben rein mit der Queen Richtung Rathaus. Da kommt der Mauerbruch, der passt. Der ist sehr, sehr schön gespielt. King hat jetzt auf der rechten Seite den Royal Champion rausgeholt mit dem eigenen Royal Champion. Das passt auf jeden Fall. Jetzt kommt der Lalo schon unten rein auf den gegnerischen Adler. Der Royal Champion ist immer noch mit dabei. Wird jetzt gezündet. Wunderbar. Der Warden kommt von links rein. Da kommen die Headhunter rein für die Queen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Queen ist raus. Boah, die beste Luftabwehr der Welt ist noch aktiv. Und der Scattershot da drinnen, der macht da irgendwie große Faxen. Aber das sieht trotzdem gut aus. Sehen wir hier den Perfect War von Space Station. Es sieht sehr, sehr stark danach aus. Die Clean-Up-Truppen sind mega mit dabei. Der King wird jetzt gleich rausgenommen. Wir haben nur noch Warden und Single Inferno. Es kommen hier noch ein paar Luftminen raus. Es fliegen noch ein paar Loons nach unten. Und das ist hier der Perfect War. GG an Space Station. Das ist einfach eine Mega-Leistung. Respekt. Ich bin schwer begeistert von der Leistung, muss ich wirklich sagen. Wow. Der letzte Fight kommt rein. Wir brauchen hier einen Triple. Wir haben gerade ausgerechnet 2 Minuten 35 und einen Triple und sie haben das Match gewonnen. Okay, wir haben hier anscheinend einen ganz, 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 ganz kleinen Blizzard. Der Blizzard kommt. Der Blizzard ist hier auf jeden Fall sehr gut mit dabei. Holt hier einiges raus. Sehr, sehr schön. Macht da ein Riesenloch rein. Und wenn es gut läuft, holt er sogar noch
Die Luftabwehr? Nein, das schafft er nicht. So, die Helden sollen jetzt zur gegnerischen Queen reinlaufen. Er hat auf jeden Fall einen Eisgolem mit dabei. Mauerbruch passt. Er müsste meiner Meinung nach... Nee, Mauer, er braucht nicht noch einen Mauerbruch. Das ist ja totaler Unsinn. Er spielt nämlich den Royal Champion hier auf den Bombenturm. Der geht zum Scattershot und der geht dann rein zum Multi. Und damit holt er auch den Multi raus. Die gegnerische Queen ist schon raus. Die eigene Queen könnte mal nach rechts laufen. Das wäre ein Traum. Wird jetzt hier definitiv gezündet. Macht aber nichts. Er kommt jetzt hier schon mit dem Lalo rein. Will hier gar nicht lange warten. Er müsste mal seinen Warden spielen und die Headhunter. Sehr, sehr schön. Hat leider den Eisgolem nicht getroffen. Das wäre geil gewesen, wenn er dann aufgeplatzt wäre. Wenn ein bisschen später, wenn hier der Lalo-Part vorbeigeflogen wäre. So, der nächste Eishund freest den Scattershot und den X-Bogen. Schaut euch das an. Das wird hier ein Mega-Fight werden. Der Luftfeger ist raus. Der Lalo kann hier durch die Base durchfliegen. Kann das noch irgendwie einer aufhalten? Das gibt's so gar nicht. Wir sehen hier einen Perfect War und einen Perfect War. Von beiden Teams hier geht es nur noch um die Zeit. Ist das mega und es war richtig, dass er so früh wie möglich hier reingegangen ist in den Fight. Ich bin schwer begeistert. Das muss ich wirklich sagen. Wow, das ist das erste Mal, dass ich so ein Match wirklich live miterleben darf. Ich bin begeistert. 15 zu 15, ist das geil. So, der Krieg ist zu Ende. Wir wissen nicht, wer gewonnen hat. GG erstmal an beide Teams. Das ist hier mega geil. Hammerhart, die ganze Chose. Wir schauen jetzt mal rein, wer gewonnen hat. Es ist unentschieden, ihr habt es gesehen. Und es hat gewonnen. Ground YouTube gewinnt hier das Ding. Space Station verliert mit 8 Sekunden Unterschied. GG an Ground YouTube.